Ich werde auch heute Laufe des Tages noch die Mobfarm weiterbauen. Yay! Ach Gott, wenn ich mir überlege, in den Folgen, wo ich die ich löschen durfte, weil ich da ja keine wirkliche Audio von mir hatte, bin ich so oft gestorben, meine Rüstung hat übelst Schaden erlitten. Ach Gott, ist die teuer, nee. Nee, die repariere ich nicht. Da crafte ich mir lieber eine neue. Ich wollte noch mehr Wolle machen. Genau. Da. Da. Und da. Wenn ich hier... Oh wow. Ich weiß, wie ich den Fahrstuhl verstecke. Wie? Ich mach den unter einen weißen Carpet oder einen anderen farbigen Carpet. Funktioniert der dann noch? Ja, das ist ja kein voller Block. Er muss aber überall Carpet setzen an der Stelle. Das ist ja kein Problem. Wovon habe ich denn am meisten? Von den hellgrauen. Die haben Schafe. Die habe ich vorhin schon alle geschert zum Anfang der ersten Folge. Ja, die sind schon wieder gewachsen. Die wachsen super schnell nach. Dann muss ich dann gleich nochmal gehen. Aber ich werde mir dann unten trotzdem noch eine Geheimtür einbauen. Auf den Hauptelevator kommt ein weißer Teppich. So. Ja. Scharfe Scheren. Das ist die Schere. Düs. Schlafzimmer mache ich irgendwann mal. Hier muss eine Geheimtür rein. Da sind aber die Blöcke. Geht das nicht. Außer es geht durch drei Blöcke durch. Oh, der Fahrstuhl geht durch drei Blöcke durch. Ja gut. Da weiß ich doch, wie ich das mache. Ich brauche Redstone. Ich brauche Sticky Pistons. Kabel habe ich hier. Holz habe ich hier. So. So. Hinten war der. Ausgefahren ist der dann da unten, der Pisten. Und der Pisten ist ausgefahren hier, das heißt, der muss dort hin. So. Jetzt. Mein Haus bekommt jetzt offiziell einen Keller. Dann. Also wenn ich den Geheimgang gebaut habe, mein Keller wird nur über Geheimgang verfügbar sein. Ja, ich muss gerade gucken, wie ich das bei mir mache, weil ich meinen Keller so ein bisschen
ja, creepy gebaut habe, muss ich erstmal gucken, dass ich die Pistons mit einer Redstone-Verbindung hinkriege. Ich guck mal von Start ein Tutorial an, dazu vielleicht, wie ich meine Redstone-Konstruktion baue, weil ich finde die super und die funktioniert seit Jahren. Ach, ich baue sowas selber, da gucke ich mir kein Tutorial an. Nee, mein Geheimgang ist gleichzeitig auch ein Kamin. Und wenn ich einen bestimmten Button drücke, dass der Kamin ausgeht, eine Treppe hinterlässt, dass ich runterlaufen kann und ich dann wieder einen Knopf, womit ich den Kamin wieder hinter mir auch zumachen kann und wieder anmachen kann. Da will ich jetzt nicht unbedingt selbst herumprobieren. Das ist mir ein bisschen zu umständlich. Aber ich glaube, das Video hatte ich auch mal gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich aber auch irren. Ich meine, das hat er damals auch, weil es so gut ankam, auf Englisch gemacht einmal. Ja, ich müsste lügen, wenn ich sage, ich kenne das Video. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. 1, 2, 3. So. Da ist der Pisten. Das heißt, es wird dann einmal hier der Gang entstehen. Der ist 3 hoch. Shit, wenn der 3 hoch ist, denn ich muss dort das Redstone legen. So. Ich brauche Cleanstone. Okay. Ich brauche mehr Sticks. Dahin und eine Redstone dahin. Das nehmen wir noch dankend an. Dahin. Jetzt ist die Frage, wo kommt das Knöppeli hin? Ich den Knopf da hinsetze, müsste ich eigentlich
So. Das kann ich dann sogar. Wenn ich das hier runterbaue. So setzen können. Kurz. Das ist Slimebolz, oder? Ja, 6 oder 7 Stück müsste ich noch haben. Ich bräuchte einen. Hol dir oben aus der Mobkiste raus, da kannst du gleich den Clay mitnehmen aus der Lebenkiste. So und so. Und das dann so. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Da einmal hier zu. Jetzt brauche ich einen Button. Ich mache nicht mehr 2, weil ich nicht weiß, ob ich 2 brauche oder 1. Und du sagtest, dass der Lehmkiste. Wo ist denn die Lehmkiste? Die mittlere. Was? Ich nehme alles. Knöpfchen. Kannst du dich kurz schlafen legen? Ja, kann ich. 1, 2, 3, 4, 5. Bitteschön. Ja. Erstmal 10 Button. Okay, es funktioniert. Das Problem ist nur, die Tür bleibt offen. Ich muss mir da was einfallen lassen, dass die geschlossen bleibt. Also das funktioniert so, wie ich das gemacht habe. Bei Justin weiß ich heute auch nie, ob der kommt. Jetzt hätte ich den gefragt, ob der mir das macht, weil der, also Justin und Redstone, das kannst du nicht mit irgendjemand anderen vergleichen. Okay, ich brauche 3 Netherrack, 3 und Dispenser. Wie macht man Dispenser nochmal? Ja. Was waren die mit Bogen? Doch mit einer Redstone-Fackel unterbrechen das Signal. Jetzt muss ich das mit einem Hebel machen. Aber Hebel sehen immer wieder scheiße aus. Ich will keine Hebel verbauen da drin, die sehen so scheiße aus. Wenn ich die Dinger seitlich baue, habe ich das Problem, da ist dann. Ja, nee, geht nicht. Da
ist das? Sonst müsste ich den ganzen Keller umbauen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Drücke, geht's zu und wieder auf. Hast du das Problem, dass, dass es nicht dauerhaft offen bleibt? Nee, geschlossen. Das soll dauerhaft geschlossen. Gleich helfen. Das soll halt dauerhaft geschlossen bleiben. Das ist das Problem. Das kriege ich nicht hin. Warte, ich komm zu dir. Dann gerade zufällig in dem Tutorial ist er gerade an einer zu einer Stelle hingeflogen, wo er sowas gebaut hat. Das läuft. Weil ich muss dasselbe machen, das ist halt, ich einmal drücke und einen Button drücke und das darauf dann einmal was aktiviert bzw. deaktiviert. Ich komm nicht runter. Doch. Ach warte. Wo ist denn der hier runter, da war runter. Genau. Ah, ja. Wo muss das denn? Hier hinten ist die Konstruktion. Also hier hinter dem ist der Knopf. Mhm. Oben und unten sind Sticky Pistons. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Ich habe alles dabei, also fast alles. Also ich muss mal eben hier hin, damit ich mir das angucken kann, wie es genau hier aussieht. Da ist der Knopf, okay. Und wo soll das, da, wo wird was eingezogen und wo wird was ausgefahren? Warte. Ah, okay. Ja? Na, du bleibst schön dort. Kannst du mir hier mal eine Fackel irgendwo hinsetzen, hier oben? So, an dem, Fackel, die muss ich mal eben umsetzen. Oder ne, die auch nehmen, dass ich selbst was sehe. Ich brauche ein bisschen Licht. Noch bauen. Und zwar, das Redstone kommt von hier. Muss ich mal eben abbauen. Das muss später hier lang verlegt werden. Das muss von hier kommen. Moin. Hallo. Hi. Ich brauche. Wo sind sie da? Ah, warte, ich geh gleich weg. Mhm. Ah, das hier ist Kacke. Wo seid ihr? Kann man das nicht ins Höher setzen? Oh, ich muss erst mal gucken, wie warum ich... das ist doof. Warum willst du so nicht? So, glaube ich, noch wieder unten. Ike? Ja? Zwei Fragen. Einmal, wo geht's runter zur Bahn? Ich bin im Villager dort. Im Haus. In welchem Haus? Im Villager-Haus, in dem neuen. Ganz hinten, ne? Ja, ich hab man müsste den hier eventuell jetzt nach oben setzen, dass man das nicht sieht.
Sofort. Ich höre draußen einen Enderman. Ich bin mal ganz kurz draußen. Jo. Lol. Okay, nee, das ist nicht draußen. Das ist im Minenschacht unterm Dorf. Hä? Ich bin verwirrt. Eigentlich müsste es. Was macht ihr eigentlich gerade? Testen gerade ein bisschen mit Redstone rum. Damit klappt das, jetzt muss das Redstone-Signal damit. Jetzt weiß ich schon mal, wie es wieder funktioniert, richtig. Okay, und du sagst, es ist so ein bisschen höher. Ja, eins nach oben, weil ja hier der Gang ist, noch soll man das nicht so sehen. Das ist machbar, da muss ich jetzt nur gucken. Nicht den Block vernünftig ansteuern. Das heißt, das Gravel will ich nicht. Ich hab eine Idee. Die könnte dumm sein, aber sie könnte auch halt super funktionieren. Ja gut, dort müsste dann Ebbe sein. Hast du eine Redstone? Nee, ich kann mir noch welche herschenken. Ich nehme das mit. Dürfen nicht. Also, CO2, guck mal nach oben. Warte mal, guck mal kurz nach oben. Da, bis dahin, wo mein Nametag ist, weiter kannst du nicht machen, weil dann. Okay, das ist in Ordnung. Aber drück mal, komm mal runter und drück mal den Knopf. Weil dann ist freies Gebiet. Passiert nichts. Okay. Bisher würde auch noch nichts passieren. Es geht mir gerade darum, erstmal zu gucken, auf welche Höhe ich damit kommen muss, damit der Dings ausgelöst werde. Okay. Ich schalte auch hier. 2, 4, 6. Bleibst du da draußen noch kurz, dass ich komm? Ja, ich gehe mir nur mal ganz kurz 12 Knöpfe holen. Ich wenigstens noch was nebenbei mache. 4, 8, 12. Dahin. Dann drück mal. Ja, warte. Ja, okay. Der wird angesteuert. Das ist perfekt. Weil das bedeutet. Der Delfin hat Schaden bekommen, alles klar.
Gibt es eine Methode, diesen Scheiß schneller abzubauen? Welchen? Was ihr aus meinem Haus gemacht habt, was? Das sieht doch jetzt viel schöner aus als vorher. Oder auch nicht. Ach komm, das ist doch Bombe. Ja, aber wirklich, gibt es eine Methode, diesen Scheiß schneller abzubauen? Mit einer Effi-Picke. Sicher? Mit einer Effizienzpicke, den Holz, das Holz, na klar. Nee, ich meine Meterwattblock. Nee. Ho. 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 Oh. Ah, okay, das wird genommen, aber das geht dort nicht, das Ene nicht runter, das müsste dann... Warte mal, bleib mal, geh nochmal dahin. Also sofort, ich muss halt... Welcher der Buttons ist das denn, den ich anschauen muss? Der da, der seitliche. Ja, das darf gar nicht runtergehen, ich bin ja noch nicht... Ach so. Okay, das ist der und den muss ich... Verleg ich den denn, dass der... muss den so verlegen und dann so, aber dann habe ich das Problem. Okay, ich weiß jetzt was. Ein bisschen komplizierter, weil hier schon eine Redstone-Konstruktion ja so gesehen vorhanden ist. Ja. Knopf einmal. Ja, warte. Perfekt. So, und jetzt muss ich hier eine Redstone-Konstruktion bauen, die am besten diese nach da. Muss ich hier einen. Bitte noch einmal drücken, dass ich weiß, ob ich jetzt es richtig gemacht habe, dass der hier getriggert wird. Ja, perfekt. So. Und jetzt muss ich da hinkommen. Das wird schwer, den da hochzufahren. Nee, wird's nicht. Hier kann ich lang, oder? Naja, hier kommt der Gang, also... Ist der breiter hier vorne, in dem, wo ich jetzt stehe? Warte mal, wir sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, also ab hier ungefähr wird er dann jeden Fall breiter. Okay, dann kann ich hier vorne mich einfach runterbauen. Hier muss ja noch ein runter und dann... Hast du, Ja, sag. Nether Bricks, genau. Nein. Zieh dir mal ein bisschen weiter den Gang. Also wie würdest du den normal bauen? Der wird ja dann... Also der... Bis hierher bleibt das einzeln. Dann okay, würde normalerweise hier eigentlich eine, die Wand kommen. Aber ich kann die schon ins dahinter setzen. Das ist kein Problem. Das Wichtigste, was ist, du darfst, ich muss gucken, wie ich denn das markiere. Weil ich hole mir noch ein paar Netherbricks. Bring mal eine Slab mit.
Die Slap Up ist egal, die wird man hinterher wahrscheinlich nicht sehen. Oh, ich bring gleich alles aus Netherrack mit. Wow. Der kommt ja nur so. Also hier, warte, geh mal ganz kurz einen Schritt zur Seite. Genau, hier ist dann die Wand vom Gang und. Wo jetzt die Fackel. Okay, du hast. Hier darf halt nicht da, wo ich jetzt. Ne, ist, hast du noch eine? Wenn, ja, dann sag ich dir gleich, wo du sollst. Da habe ich dir zugeworfen. Gut. Ja, die hier ist. Den muss so, weil hier dann so muss. Du hast eine Fackel aufgehoben. Was für eine? Eine normale. Wegen Lichtverhältnissen. Oh. Jetzt muss ich gucken, wo ich das hinziehen muss. Das Redstone-Signal, das ich brauche, kommt von. So und so, dass du ungefähr weißt, wo es dann lang geht. Jupp, zu. Also, kurz zum Testen. Mach mal den hier eben auf. So, jetzt sollte alles zu sein, richtig? Ja. Drück mal. Und drück nochmal. Jo, hast du eine Werkbank hier griffbereit oder so? Ich baue eh eine, warte. Ich habe mir, seitdem ich weiß, dass das möglich ist, was angewöhnt bei Redstone-Konstruktion. Das alles jetzt dauerhaft an. Nee, den muss ich ein höher setzen. Wenn ich jetzt sage, ich würde hier drüben auf der Seite auch noch einen Knopf wollen. Dann ist es an sich ganz einfach. Dann muss ich den Knopf. Wo willst du den haben? Da hier gerade eine Leitung lang geht, ich dann hier an den. An den, okay. Muss, warte, ich will. Nee, ein weiter nach links zur Seite wäre besser. Also hier, wo ich jetzt bin. Also hier. Ja, da wäre ungefähr besser an sich. Weil du willst jetzt gerade die Leitung an. So. Warum wirst du nicht aktiviert? Was testen? Die Einhörer. Da. Jo! Den wollte ich noch machen, weil ich meinen Kaffee gerne wieder habe. Der muss auf die Höhe, weil da, wo du ihn als erstes platziert haben wolltest, steuerst du nur die Pistons an. Okay. Du jo, musst das, aber, das reicht ja aus. Du musst aber die Pistensteuerung, die ich da hinten in die Ecke gebaut habe, ansteuern, damit die Pisten einmal switchen, damit sie die andere Steuerung aktivieren oder deaktivieren. Okay. Machst du mir auf? Und ich mache hier wieder zu. Warte, welcher war's? Warst du? Der rechts, wenn du davor stehst. Okay, klappt. Läuft.
Danke dir. Das ist immer wichtig zu gucken, wenn du es von zwei Seiten anschaust, ob es von beiden Seiten noch funktioniert. Was hast du gegen dein Haus? Das Haus ist super, Darko. Und wer... wer drückt die ganze Zeit rechts mit einer Axt auf meine Holzstämme? Was? Hier ist... Und wer... Ich hab nicht meine Axt in meiner Hautbach. Wieso hab ich Eier in meinem Dings? Also das sind die ich aufgesammelt habe. Ich laufe aber doch nirgends so Hühner herum aus seinem Hühnerstall. Nein, aber das sind die von meinem Haus, die ich aufgesammelt habe. Wieso von deinem Haus? Warte mal, warst du gar nicht dabei? War das nur Ike? Doch, ich war auch dabei, wir haben keine Hühner darin platziert. Nee, wir haben nur dein Haus verschönert. Das ist ja auch im Video so zu sehen. Oh, die ganzen Hühner in meinem Keller hatte ich nicht. Du hast einen Keller? Übrigens, das mit den Loks war ich nun wirklich nicht. Bevor ich die Aufnahme beende, ich komme jetzt noch mal kurz. Was das sind noch welche meine Redstone-Schaltung gelaufen? Ne, sind's nicht. Ja gut, ich kann's auch nie gewesen sein. Ich war ja die ganze Zeit bei dir mal unten. Toll, die sind schon alle ausgewachsen. Achso, die von CO2 meinst du, oder? Ja, die Holzloks, ne? Alter, hab ich... Ah, ne, die Holzloks. Die Hühner war ich, das weiß ich. Hab ich auch gesagt. Ja, aber das mit den Holzloks... Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich war ja die ganze Zeit mit CO2 hier unten bei mir. Und ich weiß, dass ich das nicht mache. Nee, CO2, du bist ja bei dir lang gekommen, wo du auf dem Server gejoint bist. Warte. Da müsste ja noch alles normal gewesen sein. Aber ich hab keine Axt in meinem Inventar. Ich nehme alles zurück. Ich habe einfach zwei Stück vergessen, es umzuändern. Okay. Vergesst das. Weil die beiden wo die Trapdoors dran sind, die waren schon, sie sollten schon die ganze Zeit, Dings, Drip sein. Aber die Ecken hatte ich, vergessen, zwei Stück davon auch umzuändern in Strip-Blocks. So, und jetzt muss ich mich mal um meine Schaltung kümmern. Was macht ihr überhaupt für eine Schaltung? Redstone-Schaltung haben wir gemacht. Ja, wofür? Für den Keller. Ich möchte einen automatischen Kamin machen, wo ich einen Button drücken muss und der automatisch sich entzündet. Darf ich später nochmal in den Nether gehen? Wofür? Netherrack. Meine Kiste. Was ist mit deiner Kiste? Meine, Dings, wo du jetzt meine Netherrack rausgenommen hast, nehmen sie dir. Oh, ach stimmt, da ist ja noch was. Aber wenn ich mir das selber erfahre, wäre es sogar praktischer, könnte ich nebenbei nach Netherrack gucken.